In 2 Wochen treffen sich wieder Politiker und eine sich stetig vermehrende selbsternannte Klimaelite, um die selbst ausgerufenen Katastrophen mit Worten und viel Geld zu bekämpfen. In einem unvergleichbaren, irren Reisespektakel kommt man mit Hilfe des bösen CO2s, welches man selbstredend dort ganz gerne verbieten würde, aus aller Herren Länder zusammen. Man maßregelt die Bürger, sei es bei der Fortbewegung, dem Wohnen, neuerdings sogar beim Essen und nicht zu vergessen beim neuen grünen Denken. Aber haben Sie sich irgendwann einmal gefragt, mit welchem Recht Sie sich einbilden, Ihr Anliegen und Ihre angeblich unaufschiebbare Reisetätigkeit sei wichtiger als die Fahrt zur Arbeit eines Vaters, einer Mutter, die übrigens Ihr Anliegen und Ihre Reise finanzieren? In Glasgow werden Ihnen 240 Tonnen schwere elektrische Super-SUVs zur Verfügung stehen, damit Sie sich besser fühlen. Leider fehlen die Ladesäulen, weshalb Generatoren herangekarrt werden, die mit hydrogeniertem Frittenfett betrieben werden sollen. So jedenfalls der Plan. Vor 2 Jahren in Madrid, hinter riesigen Messehallen, containerweise Müllberge, in denen zuvor Ihr Woke-Klimaessen eingewickelt war. Ihre Pippi-Langstrumpf-Klimawelt scheitert schlicht an schnöden Realitäten, beschert dem Steuerzahler aber Rekordpreise, die Sie wenig scheren. Der Fahrdienst erledigt schließlich das Tanken. Es wird Zeit, dass Sie von Ihrem eigenen Gift kosten. Bleiben Sie zu Hause, schalten Sie die Heizung ab und ernähren sich vegan von heimischen Feldfrüchten, die woke beim Mondlicht geerntet wurden. Das wäre ein Anfang. Statt in Glasgow weiter Steuergelder in Milliardenhöhe in der Welt zu verteilen.